Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forensik und Virenbekämpfung. In dieser Folge will ich ein bisschen anfangen, darauf einzugehen, was ihr machen müsst, wenn ein Virus euer System infiziert hat. Ein kleines praktisches Programm hierfür ist R-Kill. Das könnt ihr in der Videobeschreibung runterladen und das killt euch einfach mal alle Prozesse, die von bekannten Viren sind. Das heißt, falls ihr einen aktiven Virus habt, könnt ihr ihn erstmal abschalten mit diesem Programm. Als erstes will ich euch hier von SemperVideo eine kleine Methodik zeigen, wie ihr euren Task Manager und eure Registry wieder aktivieren könnt, falls diese von dem Virus gesperrt wurden. Einmal habe ich da jetzt drei Links in die Beschreibung getan, wo ihr euch genau anschauen könnt, wie genau das funktioniert und wo es auch noch weiter vertieft wird. Für das, was ich jetzt machen will, brauche ich jetzt erstmal nur das Programm hier, denn das können wir starten. Und dann können wir schauen, ist die Registry zugreifbar und ist der Task Manager zugreifbar. Das Programm könnt ihr natürlich auch ganz einfach aus der Videobeschreibung runterladen. Und dann könnt ihr hier schauen, dass eure Registry und euer Task Manager wieder aktiviert werden. Falls die Registry trotzdem nicht funktionieren sollte oder ihr noch irgendwelche anderen Programme vermisst, dann drückt hier auf RegJump aus dem Internet laden. Wenn ihr das dann gestartet habt, springt es direkt zu den Image File Execution Options, die euch anzeigen, für welche Anwendungen bestimmte Optionen vorgenommen wurden. Bei mir wurde beispielsweise der Task Manager hier mit dem Process Explorer ersetzt, aber es kann auch genauso sein, dass, wenn der Wert Debugger hier dran steht, der Task Manager mit einer nicht funktionierenden Exe beispielsweise ersetzt wurde und deswegen nicht funktioniert. So können die Viren euren Task Manager auch sperren. Von dem her einfach hier schauen, ob da die entsprechende Problematik mit dabei ist, die ihr habt. Beispielsweise der Task Manager, der falsch gestartet wird, dann einfach den Debugger-Wert entfernen, dann sollte es wieder funktionieren. Als nächstes wollen wir dann hier in msconfig starten und dann schauen, ob hier irgendwo etwas Neues hinzugekommen ist, was nach dem Virus ausschaut oder was irgendwelche anderen Einstellungen vornimmt. Falls ihr von Viren infiziert seid und nicht sicher seid, ob beim nächsten Systemstart der Virus mitgestartet werden könnte, dann direkt den Diagnosestart auswählen, so dass nur die grundlegenden Geräte und Dienste geladen werden und ein Virus nicht mitgeladen wird. Als nächstes solltet ihr euch ein paar Cleaner-Tools runterladen und vor allem Malwarebytes, Anti-Malware und Scan-Tools für euren PC, um den PC auf Viren zu überprüfen und zu scannen. Nachdem ihr nun das laufende System so weit wie möglich bereinigt habt, solltet ihr euch einen Boot-Disk-Virenscanner runterladen, beispielsweise von Kaspersky. Diese solltet ihr dann auf eine CD brennen und dann den PC neu starten, indem ihr mit der CD bootet. Mit der CD könnt ihr dann einen vollständigen Virenscan ausführen und der sollte euch dann die meisten Viren von eurem PC runterhauen. Falls euch dabei nur die Kaspersky Rescue Disk nicht genug ist, könnt ihr natürlich auch noch von anderen Anbietern die Rescue Disk danach reinhauen. So, jetzt kann es nur sein, was ich nämlich mal hatte bei einem sehr, sehr infizierten PC, dass eine Rootkit-Infektion so tief drin ist, dass danach der PC nicht mehr bootbar ist. Falls das passiert, müsst ihr die gesamte Festplatte auf Null schreiben und alle Daten gehen verloren. Von dem her solltet ihr, bevor ihr so etwas bereinigt, erst noch die ganzen Daten, die ihr auf der Festplatte habt, sichern, die euch auch wichtig sind. Und dann ist nämlich die Entscheidung für euch, denn der Virus kann nie hundertprozentig entfernt werden, Überreste können vorhanden bleiben und das ist immer etwas kritisch zu betrachten. Von dem her, falls ihr einen wirklich reinlichen, sauberen PC haben wollt, dann solltet ihr die wichtigsten Dateien sichern und alles andere löschen. Und nur wenn ihr euch selber bewusst sagen könnt, es ist okay, wenn Virenreste und damit eventuell meine Daten an das Internet gesendet werden, damit, dass Virenreste weiter aktiv sind, dann solltet ihr einfach drauf scheißen. Ansonsten ist es wahrscheinlich die Mühe wert, euren kompletten PC neu aufzusetzen. Falls ihr euch entschieden habt, euren PC trotzdem weiter zu benutzen, dann heißt das entweder, dass ihr nicht so viel Wert auf Sicherheit legt bei diesem entsprechenden System oder dass ihr etwas euch mit der Forensik beschäftigen wollt. Auch wenn ich selber noch eher ein Amateurforensiker bin,
würde ich euch gerne eine von mir entwickelte Methodik zur Bekämpfung von Viren oder zur Verhinderung, dass Viren meine Informationen im Internet preisgeben, zeigen und schauen, was ihr davon haltet. Denn das System, das ich mir überlegt habe, ist, dass wir einmal mit einer Firewall alle Prozesse, die normalerweise nicht ins Internet gehen sollten, den Zugriff ins Internet verwehren und dann alle anderen Prozesse bei Systemstart automatisch blockieren, die wir nicht erlaubt haben. So dass beispielsweise xyvirus.exe sich nicht starten kann und falls es sich startet, aber in einen Prozess, der sowieso gestartet wird, injiziert, nicht ins Internet gehen kann. Also als Beispiel, wir haben hier Windows Startanwendung und wir blockieren dieses mit unserer Firewall, so dass es keinen Internetzugriff mehr hat. Denn normalerweise sollte Windows Startanwendung auch nicht aufs Internet zugreifen. So, und da wir das jetzt deaktiviert haben, können wir nun ein automatisches Programm machen. Das habe ich einmal auf meinem ganz alten Kanal mal gemacht. Das sieht dann ungefähr so aus. Und hier können wir jetzt sehen, in Batch habe ich das Ganze damals geschrieben. Und das Ganze heißt, dass ich alle Prozesse töte, die nicht innerhalb dieses Filters die Namen AVP, CSRSS und so weiter.exe beinhalten und damit niemals irgendein Prozess gestartet wird beim Start des PCs, der nicht einer dieser Prozesse hier ist. Dann habe ich auch einige Prozesse, die ich dann automatisch wieder gestartet habe, eingebaut. Und jetzt würde es mich von euch interessieren, als kleine Zuschauerfrage, wo in dieser alten Systematik, die ich als kleiner Junge mal entwickelt habe, liegt der Fehler? Einen habe ich selber schon erkannt, aber bis jetzt habe ich noch nicht viel mehr gefunden. Der liegt natürlich bei Rootkits. Denn Rootkits kann man nicht einfach so abschießen durch den Task Manager. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was euch noch so interessieren würde für Themen. Und ich hoffe, euch hat das ein bisschen geholfen, die Episode. In den nächsten Episoden gehen wir dann noch ein bisschen tiefer in die Bootdisks vor, vielleicht auch schon Forensik. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, macht es gut und haltet euch die Viren vom Leib. Bis dann, Leute.